So, diesmal etwas früher mit Pause, dann ist es wieder sauspannend. Also, legen wir los. Ich fahre außen rum, weil es sonst zu gefährlich wird. Mit Turbo ins Ziel. Eiskalt. So, diesmal hat es aber endlich geklappt. Gott, ey, das war die ganze Zeit spannend. Okay. Ja, das neue Auto ist wahrscheinlich drin. Ja. Ah, schaff es noch. Bis 1 Million schaff es nicht mehr. Abhängen. Ja. Jo. Ne, Bugatti wetten? Nee. Ja, komm. Sicherlich. Ganz sicher sonst nichts. Ach, geiles Auto. Einfach geiles Auto. Ja. Spirit of Performance. Okay. Oh. Wie nehmen sie es nicht viel? Warum habe ich den CCXR nicht? Das finde ich gemein. 402. Ah, weil die exakt gleich schnell sind. Ja. Ja, den gibt es aber in wesentlich mehr Farben. Und es waren einige Wünsche, die war einmal schwer, ne? Und so. Ziel der Entwicklung Moment. des Oh rekordverdächtigen Gott. Ja, ich habe noch Giftgrün. CCXR-Patent, eine Luxury Edition, war überlegene Ja, das geht Leistungsfähigkeit dann an sowohl auf der Grisel, das Rennstrecke als Giftgrün. auch auf der Straße. Alle Wobei, ne, das, extra das wünschen sich. Benötigungen wurden weggelassen Orange wünsche ich und nicht alle mehr. Aspekte auf einem Also, Level Orange geht gehoben. an Multi-Clever 100, Shadow Zero 5D und The Bergel 95. Jo, das knacken. Ah, die Liste kommt mal hier drüben hin. Und dann kann ich sie gerade durchstreichen. Moment, ich hab's gleich, dauert nicht mehr lange. Haben wir durch. Und es geht weiter. Kann das sein, dass die Rennen alle sehr, sehr kurz sind? 10,7 Kilometer nur. Gut, dass ich die Autos jetzt nicht viel nehme, ist es ja doch relativ ausgeglichen. Aber das sieht es scheiße. Ach, halt's Maul. Komm, geh voll. Durch die Abkürzung. All das kann. Die nehme ich jetzt auch. Aber ich habe mehr Schwung. Holy fuck. Ja, hier wünsche ich mir manchmal so eine Zeitlupenfunktion, wie so ein Speedbreaker. Das finde ich so schade. Genau aus dem Grund. Weil sie so extrem schnell zur Sache geht. Weil hier so schnell Unfälle passieren, die man verhindern hätte können. Wenn man vielleicht irgendwie so einen Speedbreaker oder so hätte. Ey, Mann, du willst... Haha! Du willst aber auch nicht, oder? Auto. CCX. Okay, rechts rüber. Na, vielleicht hättest du noch ein bisschen schneller ziehen können, aber ist egal. Gut. 6 Kilometer noch. Achso, das ist ein kurzes Rennen. So, hier weiß ich, hier kommt jetzt in der Mitte was, da muss ich vorsichtig sein. Das läuft immer ganz gut, aber was ich hier noch ändern muss, ich mal richtig schön boosten, obwohl ich wieder gar kein Nitro habe. Aber oh shit, nee, hier war das, hier stehen in der Mitte Autos, da muss man sau vorsichtig sein oder irgendwie sowas. Ja, weiß ich nicht, natürlich sind da auch die Abkürzung. Geh fort. So. Ja. Gehen wir jetzt mal richtig schön Gas. Wie kommt mir die Strecke so bekannt vor? Die bin ich doch am Anfang, glaube ich, mal mit einem Mitsubishi. Nee, Quatsch, mit einem Subaru Impreza gefahren, aber Impreza, aber mit dem neuen, mit der neuen Variante. Nee, aber die waren auch länger, glaube ich. Oder? Ja, das ging, glaube ich, ja noch weiter. Naja, relativ einfaches Rennen. Und das liegt daran, dass ich einfach gut in Fahrt bin. Ich weiß es nicht. Komm. Ich überspringe es jetzt einfach. Yeah, wir haben die 1 Million Marke geknackt. Du, 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 du. Extreme Raserei. Gesetzloser Stufe 3.
Dam, dam, dam. Neuen Wagen erhalten. Ja, endlich. Endlich. Ich glaube, damit habe ich sogar alle Autos freigeschaltet. Aber trotzdem fahre ich jetzt alle Rennen. Was haben wir hier noch? Carbon. Ja, der ist wirklich komplett aus Carbon. Gut, man kann aber sagen, das geht als grau durch. Deswegen. Ben Letzeburg 1994. The Comet Feuerwerk und Big Choco Man. An euch geht das grau schrägstrich Silber, weil das ist so ein Zwischending, weil, ne? Kohlefaser, also Carbon. Oder ja, das kann man als grau und als Silber werden. Guck, das glänzt und es ist so grau. Ja, naja. Erste Mal CCXR fahren. Man, also langsam nervt mich die Erkennung wirklich. So, diesmal achten wir auf den Straßenverlauf. Und du fährst da jetzt sauber durch. Dankeschön. Das nächste ist auch eine unheimlich gute Abkürzung, ne? Einmal außenrum. Das könnte ich mir höchstens, da würde ich höchstens mal nachdenken zu nehmen, wenn dann eine Straßensperre in der Mitte ist. Aber sonst, ansonsten würde ich diesen Weg, diese in Anführungszeichen Abkürzung, niemals fahren, ist so viel länger. Das ist dann sehr, sehr, sehr. Ja, komm. Ich hab mal geguckt, also ich glaube, ich bin einer der, fällt mir mal gerade so ein, ich bin glaube ich einer der wenigen Let's Player, die wirklich versuchen, überall Gold hinzukriegen. Ich habe mal geguckt bei, ich habe sogar mal einen polnischen Let's Player gesehen, der das gezockt. Wo ist denn die Abkürzung, Mann? Ich habe sogar mal einen polnischen Let's Player gesehen, der das gezockt. Und wir hatten hier mal Bronze oder mal Silber, dem war das eigentlich relativ egal. Also, ne, mir ist doch schon wichtig, dass ich überall hier Gold habe, weil das sieht einfach schön aus. Man kann damit schön angeben, weil ich habe überall Gold. Auch bei Split Second. Ich habe mir Let's Player angeguckt, die hatten Silber hier mal, da mal gar keine Medaille oder so. Oder da gibt's, wie ist das? Ja, da geht's nach Credits, genau. Aber ist ja auch erstmal wurscht. Also wenn dann wirklich, das war nicht so schlau. Wenn dann wirklich 100% alles überall Gold und so weiter und so fort und nicht anders. Da ist mein Ehrgeiz zu groß. Ich will dann, wenn schon, den Entwicklern zeigen, dass ich das kann und das zwar schwierig ist, aber ich bin in, aber dass ich in der Lage bin, das hinzukriegen. Eine Minute für 5 Kilometer. Das ist eng. Ja. Das sah zwar spektakulär aus, ist aber nicht gut für das Auto. Und nicht gut für meine Zeit. Wow, ruhig. Hätte ich jetzt Nitro. Ich habe mit den schnellsten Wagen gespielt, aber kein Nitro. Auf der Autobahn würde ich die Zeit locker hinkriegen jetzt. Wow, hier sind wir sogar ein bisschen ab. Boah, die Überführung sieht ja von hier aus, die Brücke sieht von hier aus echt geil aus. Lass mich raten, das Ziel ist auf der Brücke. Oder am Ende der Brücke. Ah, nicht ganz. Wow. Oh fuck. Nein! Wir sehen uns gleich. Sorry, ich war wieder zu spät. Ich muss 2:52 fahren. Ich bin jetzt 2:51. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen konnte ich nicht löschen. Ich bin nicht multitaskingfähig. Also. Ja, anscheinend haben wir alle Autos. Ja, wir haben alle Autos, denn es gibt keine Belohnungen mehr. Also keine. Es gibt nur noch jetzt den Aufstieg zur nächsten Stufe. Ist auch nicht so wichtig. So, jetzt haben wir da oben noch eins. Ja, hier entstehen auf einmal Rennen. Pff, ich dachte, ich habe nur noch 4 Rennen zu fahren, Leute. Ja, dann werde ich alle Fahrwünsche noch los. Ah, lass mich gerade noch wieder ein Duell, ne? Wer ist denn schneller? Ah, der ist schneller. Gut. Ich mag den sowieso mehr. Was haben wir denn noch an Farben? Weiß, dunkelgrün und hellgrün. Ah ja, Silber kann ich übrigens nebenbei streichen. Haben wir denn weiß? Ja, dann nehmen wir den einfach mal in weiß. Das weiß geht an Mr. Metroid, Spinner MT2. Eine Person, aber immerhin. Jeder kriegt seinen Farbwunsch erfüllt. So. Lass knacken.
22,8 Kilometer. Okay. Morgens um 10 Uhr. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr aufgestanden, ey. Da setz mich doch nicht in ein Auto und fahr ein Rennen. In ein 1,55 Millionen teures Auto und fahr damit ein Rennen. So. Jetzt gibt's das auf die Ome. Ah, Schleichwerbung von T-Mobile. Für T-Mobile. Wow. Ich wollte mich erst schon loben dafür, dass ich die Kurve so toll bekommen habe und dann... Hast du nicht gesagt. Hast du nicht gesehen. Na Gottchen. Kinder. Ja, übrigens, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gehört, weil das Video schon längst oben ist. Wobei, noch habe ich es nicht hochgeladen. Das ist ja heute der 7.3. Allerdings haben wir endlich wieder... USA Sparks GTA 4 hingebastelt. Und jetzt funzt es endlich wieder richtig. Und jetzt kommt endlich wieder GTA 4 Videos und da freue ich mich schon drauf. Allerdings ist es... Oh shit. Mit den Aufnahmen bei uns immer ziemlich blöd, weil er wohnt ja wirklich in den USA. In Massachusetts. Nein, du bist nicht in den... Ja, wieder so eine Beleidigung, ich weiß. Mein Körper, also meine Stimmbänder zensieren die Wörter selbst, deswegen. Er wohnt ja wirklich in den USA und hat eine... Zeitverschiebung von 6 Stunden, das heißt, wenn es bei mir 18 Uhr ist, bei dem 12 Uhr. Und da er auch zur Schule geht und erst bei sich um 15 Uhr aus der Schule draußen ist, da wäre es ja dann bei uns 21 Uhr, ist es immer sehr blöd mit der Aufnahme. Und somit können wir nur am Wochenende, wenn er keine Schule hat, aufnehmen, weil dann ist es bei uns 15 Uhr oder 14 Uhr, wenn er morgens aufsteht. Und dann können wir ja aufnehmen. Dann können wir nachmittags auch mal 1,5 bis 2 Stunden zocken. Das ist ja kein Problem. Aber sonst geht es halt nie. Das ist ein bisschen blöd. Kannst du mal aufhören, mir hier Angst zu machen? Kannst du nicht woanders reinfahren? Kannst du dich einfach umdrehen oder so? Wäre doch was. Hätten wir alle was davon. Ich würde gewinnen, du würdest meinen fetten Bugatti-Arsch nicht sehen hier. So, ne? Das wäre doch irgendwie ganz toll. Boah, das ist fast wie im Weltall, wie der Schnee vorbeifliegt. Ey, das war eine Pokémon-Melodie, Entschuldigung. Oh nein, der Bugatti ist auf Mopsgeschwindigkeit. Und der Königsegg nicht, weil der hat einen Marderschaden. Ich will jetzt mal was ausprobieren, ob das geht. Tatsächlich, aber es ist lang nicht so toll wie mit der Bremse. Nicht so pralle. Ja, ich bleib doch, also ich hab, man guckt, man kann auch mit der Handbremse direkt in die Kurve gehen. Aber man zieht dann wirklich so stark in die Kurve, dass es nicht mehr so schön geschmeidig wird. Sieht A nicht so gut aus, wirkt B nicht so realistisch und C ist unkontrollierbarer als der normale schwache Drift. Guckt euch das mal an, das hätte ich mit dem Handbremsendrift niemals hinbekommen. 4 Zentimeter an der Leitplanke lang wird und kein Kratzer kriegen und so weiter. Ne? Kürzen ein wenig ab. Oh, jetzt geht's aber richtig ins Schneegebiet hier. Ja, oh Mann, ich liebe den Nitro, ja, wie soll ich sagen, die Auslegung des Nitro-Boosts beim Bugatti. Weil der ist relativ stark, aber hält richtig, richtig lange, der Nitro-Boost. Also wenn du eine volle Leiste hast, dann kannst du damit, glaube ich, fast 20 Sekunden lang durchboosten. Und der Wagen kommt von 200 auf fast 400 auf einer exakt geraden Strecke. Oder auf einer fast geraden Strecke. Die auch noch schön breit ist. Hier lohnt es sich wirklich dann mal den Handbremsengriff auszuprobieren. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Weil man dann später in die Kurve gehen kann. Und trotzdem gut durchkommt. Nee. Ist trotzdem nicht das gleiche. Der lohnt sich, wenn man die Kurve nicht mehr gut kriegt. Wenn man zu schnell in die Kurve geht. Dann kann man die Handbremse benutzen. Aber sonst bringt es relativ wenig. Ich meine, ich komme ja trotzdem... super mit dem Bugatti durch. Nee, ich lasse die Finger von der Handbremse, die macht mich so langsam. Nee. Das ist nicht drin, mein Freund. Das ist überhaupt nicht drin. Jetzt muss ich vom Gas gehen. Boah, shit. 1 Kilometer nur noch. Fuck. Fuck. Nein. Kleines Peniskind, ey. Leck mich doch. Bis gleich.
Leute, endlich! Endlich habe ich dieses gottverdammte Rennen geschafft. Ich weiß nicht, ich bin es, glaube ich, 12, 13, 14 Mal gefahren. Ich hab keine Ahnung, ich habe es irgendwann aufgehört mitzuzählen. Nach dem 8. oder 9. Versuch ist mir aufgefallen, dass der Bugatti Veyron in den Kurven echt so richtig abscheißt. Der ist einfach kein Kurvenwagen. Auf der Geraden gibt es kein Auto, das eine Chance gegen ihn hat. Deswegen bin ich am Anfang, ich habe jetzt den Königseck, habt ihr ja gesehen, genommen. Am Anfang war er immer vorne. Nur in den Kurvenpassagen ist der Königseck das bessere Auto. Und da die ja den größten Teil vom Rest des Rennens bestimmen, ja, muss ich ihn nehmen. Gut, Blast from the Past. Die McLaren, ja, okay. Wow, dankeschön, endlich mal. Gut, wir nehmen grün und das geht an Crisey. Der von Gordon. Viel Spaß. Oh, ich zitter noch, ey. Ich glaube, ich hatte am Ende einen Puls von... Ich weiß es nicht. Er war so hoch, ich habe mein Herz schlagen gehört bis zum Hals. Oh, 5 Minuten 10 muss ich fahren. Okay. Das heißt mindestens 4 Kilometer pro Minute. Mindestens. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Oh, der Wagen ist so wunderschön. So, Abkürzung. Ja, ich habe mich so ein bisschen gesteigert im Abkürzung nehmen. Ich habe jetzt so ein bisschen was wie Skill. So ein bisschen. Ja, ist leider nur. Aber mir haben einige gesagt, ich hätte Skill. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn so oft wie ich die Rennen mal neu fahren muss. Ja, wobei, eigentlich ist es doch normal. Es wäre wirklich cool, aber es wäre schon irgendwie unheimlich, wenn ich jedes Rennen direkt beim ersten Versuch schaffen würde. Aber vielleicht liegt es einfach am Fahrzeug. Ups. Ach ja, war ja eine Hetzjagd. Ja. Ah ja, klar. Oh, ich habe gar keine Waffen. Oh, das habe ich aber schnell gemerkt, ne? Wow. Ach du Scheiße. Na, jetzt geht es aber richtig ab. Halt's Maul. Ich spreche. Au! Mich würde nur mal interessieren, was passiert, wenn ich anhalte. Ob die mich dann wirklich verhaften.